Ich weiß nicht. Ruhig, bleib ruhig, bleib ganz ruhig, bleib ganz ruhig. Ich weiß, dass es ärgerlich ist. So, wir sind hier wieder live von der Deutschen Petanque-Jugendmeisterschaft in Essen-Kettwig und es ist jetzt Finaltime. Wir übertragen euch das Finale der Juniors, Bayern 1 gegen Bayern 2. Im Finale der Titelverteidiger Bayern 1 mit Tobias Moritz, Oskar Fitz und Viktor Fortner. Gegen Bayern 2 Juri Kock, Jérôme Tran und Pascal Tran. Eins wird feststehen, der deutsche Meistertitel der Junioren geht auf jeden Fall nach Bayern. Wobei natürlich Oskar, Fitz, Tobias Moritz und Viktor Fortner versuchen, ihren Titel vom letzten Jahr zu verteidigen. Finale beginnt jetzt und wir wünschen euch viel Freude bei den Juniors im Finale um die deutsche Jugendmeisterschaft hier in Essen-Kettwig 2024. Coach für Bayern 1 ist Ulrich Moritz und Moment, jetzt bin ich mal leise. Erste Aufnahme beginnt. Langes Ziel. Fast 10 Meter. Und Jérôme Tran spielt seine erste Kugel im Finale. Der Ponteur von Bayern 2. Erstmal besser, beide erstmal zaghaft gespielt, auf die lange Distanz. Eben an dem Spiel spielen die Espoirs. Das war knapp. Auf die Punktkugel gespielt. Aber es hat nicht mehr gereicht, um sich vorbeizumogeln.
Challenge von Bayern 2. Bin ich gerade unterbrochen worden. Ist Carlo dran. So, erste Aufnahme, schon sehr lang gespielt hier, lange Distanz, fast 10 Meter.
Ja, Bayern 1 kämpft um den zweiten Punkt. Starke Kugel von Oskar Fitz. Spielt die Kugel von Tobias Moritz an. Ins Ziel, 2 Punkte. Zwei zu null für Bayern 1. Und wir gehen ins zweite Man. Recht lange Distanz hier. 8-9 Meter. Also zwischen 8 und 9 liegt sie. Jerome Tram. Graziano Cicchetti, Schiedsrichter, DPV-Schiedsrichter. Immer noch bei Bayern 1. Punkt ist markiert. Und Pascal dran. Wird schießen. Trifft Cochonet. Schon nehmen aus und wir starten weiter mit Aufnahme Nummer 3 beim Stande von 2 zu 0 für Bayern 1. Schon nehmen aus. Also irregulär. Das heißt, Bayern 2 darf sich die Platzierung der Zielkugel aussuchen. Wir werden aber versuchen, das Spiel zu
So, aufgrund von immensen Internetproblemen hier jetzt, heute Mittag, kann ich nur so viel sagen. Wir sind gerade nicht live und werden euch das Spiel gleich nachträglich hochladen. Hoffen wir zumindest, dass wir das können, dass es möglich ist. Wir zeichnen es auf jeden Fall jetzt live für euch auf. Starke Kugel von Jerome Tran. Jetzt. Und natürlich klarer Fall für Oscar, der jetzt schießen wird. Stark geschossen. Cochonet springt weg und die Schusskugel springt hinterher auf Punkt. So. Jurik Hock, Sohn von Armin Hock. Schön auf Punkt gelegt. Den trifft der Oscar. Ein Schuss trifft und Punkt weiterhin bei Bayern 1. Der Nachbarmann, wie gesagt, spielen die Espoir. Im Finale mit einer Beteiligung von 3 nominierten Kader-Nationalspielern für Deutschland, die uns in 2 Wochen
auf der EM, es war, oder in 3 Wochen, Entschuldigung, 3 Wochen natürlich, auf der EM, Espoir und Junior. Vertreten werden. So, jetzt sind wir auch wieder live auf Sendung. Das, was wir bis jetzt aufgezeichnet haben, versuchen wir irgendwie nachzureichen. Wir befinden uns gerade in der vierten Aufnahme. In der dritten Aufnahme, Entschuldigung, steht 2:0 für Bayern 1 im Finale gegen Bayern 2, im Finale der Juniors. Ja, Frau Oberlehrerin. Drei Punkte für die Mannschaft von Bayern 1. Steht 5:0. Vierte Aufnahme jetzt. Sogar relativ kurze Distanz in der vierten Aufnahme. Erste Kugel von Viktor Fortner ging durch. Z-
zweite berührt Skushonu. Sie läuft mit. Ja, hat den Punkt geholt. Oskar Fitz wird ja auch dabei sein in Isla Cristina bei den Juniors, bei der EM. Schöner Schuss von Oskar, die beiden Kugeln weggemacht. War auch gerade mit dem Coach so abgesprochen, den Schuss zu machen. Er bleibt mit drin. Sind schon zwei auf dem Boden. Und Jurik Rock. Spiel jetzt. Und Schiedsrichter muss wieder ran. Punkt bei Bayern 2. Schöne Kugel und schöner Treffer von Pascal Tran. Gute Kugel von Tobias Moritz. Ja.
stark gespielt von Juri Kock. Allez les bleus. Wer auch immer. Schön, wenn es Coaches gibt, die alle motivieren können. Allez les bleus, war gerade zu vernehmen. Von 5:1 jetzt für Bayern 1. In der 5. Aufnahme. Klasse Kugel von Viktor Fortner. Schön zentral vor Ziel gespielt. Stark lag von Viktor Fortner. Aber Viktor. Sehr konstant. Und Juri Kock. Schuss. Schießt zu lang. Haben wohl gedreht auf den Positionen. Juri Kock jetzt auf der Tireursposition und Pascal Tran in der Mitte. Jérôme bleibt auf der Pointeursposition. Pascal Tran legt durch. Oh, kommt noch gerade so ans Kuschelnieren und nimmt's mit. Thank you.
Ja. Entschuldigt sich für den Fehlschuss. Trifft die eigene und nimmt dann die gegnerische raus. Versucht jetzt noch mal vorne den Punkt zu nehmen. Gegner sind leer gespielt. Ja, die war gut. Über Beck reingelaufen, sich direkt vor oder von vorne aus gesehen vom Kreis aus hinter die Kugel gelegt. Sehr starkes Spiel von Tobias Moritz. Nach einem aus. Nach fünf Aufnahmen steht es hier. Ich meine, es wäre einer gewesen. 6:1. Für Bayern 1 gegen Bayern 2. Im Finale um die Deutsche Junioren-Meisterschaft 2024 hier in Essen-Kettwig. Wir gehen in Aufnahme Nummer 6. Fortner legt weit durch. Hier rum dran. Nochmal versucht, um an die Kugel zu kommen. Ja, da hat er sich diesmal geholt. Thank you.
Französischen Unsinn nicht verstehe. Die Verbindung. Starke Kugel jetzt von Tobias Moritz. Tobi wirklich stark gespielt. Schuss, aber die eigene mit rausgekontert. Bayern 2 bleibt weiter am Spiel. Den Schuss. Starker Schuss. Wieder mit Retro, wieder im Bild. Das sieht nach Punkten aus da hinten. Nach vielen Punkten erstmal, also einer größeren Aufnahme. Ich kann es von hier nicht erkennen, weil ich ganz weit am anderen Ende sitze. Und Tobi Moritz jetzt hat noch die eine Kugel. Stark gespielt von Tobi Moritz. Ja, schon ein bisschen gegangen, vielleicht doch nur zwei. Es waren drei Punkte. Nach sechs Aufnahmen steht es 9:1. Für Bayern 1. Bayern 1 dominiert das Spiel hier. Der Titelverteidiger. Gutes Team dort.
Viktor Fortner mit der Eingangskugel zur 7. Aufnahme. Wieder eine zwingende Kugel zentral vor Score schon hier gespielt. Und es ist guter Rat treuer, aber Jurik Hock wird schießen. Man sieht es an der Körpersprache bei beiden Teams, wer die 9 Punkte hat und wer den einen. Jo, ich hoffe, trifft. Jerome Tramm holt erstmal den Punkt, war ja Platz genug. Konnte ohne Druck reinspielen. Und Viktor Fortner nimmt den Punkt wieder zurück. Ah, bleibt zu kurz. Carlo dran, jetzt beim Coaching für Pascal. Armin Hock wird schießen. Schuss versucht. Jawohl. Ja. Alle Tobi. Kontinuier.
Punkt liegt 9:1. Vier Kugeln in der Hand bei Bayern 1. Man muss jetzt kein großes Rechengenie sein. Und Tobias Moritz die Kugel versprang ihm nach rechts raus aus dem Spiel. Nächster Versuch für Tobias Moritz aus dem Milieu raus jetzt. Zweiten Punkt zu legen. Bisschen weit gelaufen. Oskar Fitz. Gut, Oskar. Ja, ganz schön. Ganz schöne Kugel jetzt. Gute Kugel hier. Gerade reingespielt. Drei Punkte waren es jetzt. 12:1. So, wir gehen in Aufnahme 8. Martin. Ja, in Ensdorf hören wir gerade, ist das Ü55-Finale eine reine NRW-Angelegenheit. Dort spielt NRW 2 gegen NRW 6. Und da hoffe ich doch, dass mein guter alter Freund Martin Schwarz, dem drücke ich hier die Daumen, mal deutscher Meister zu werden. So. Während Viktor Fortner hier für Bayern 1 die 13 gelegt hat. Kugel ist ihm wirklich schwer verunglückt. Zwei Teams hier im Finale bei den bayerischen
alle sechs bayerischen Spieler hervorragend gut gecoacht. Jurikok muss natürlich schießen, die 13, trifft. Starke Kugel. Jurik Hock wieder gefordert als Tireur. Schick mal den Jungen weg hinten. Oh, das ist bitter. Er trifft die Kugel Kaskett. Das ist immer sehr undankbar. Man trifft, aber die Kugel bleibt. Das war jetzt Pech. Pascal dran. Kommt auch nicht mehr dran. Das Spiel ist zu Ende. Bayern, BPV, wird deutscher Juniorenmeister 2024. Titelverteidigung gelungen. Oskar Fitz, Tobias Moritz und Viktor Fortner sind die alten und neuen deutschen Meister der Juniors. Haben wir die nicht berannt? Ja, wie denn mit Kameras und allem? Ja, doch, probiert. Ja, komm mit. Das kann dir, das wird sich nehmen. Warte. Oskar, komm mal her. Muss los, mein Zug. So, da weg. Ich muss zum Zug. Glückwunsch. So Leute, das war unsere Berichterstattung. Zwei Tage deutsche Petanque-Jugendmeisterschaften in Essen-Kettwig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ausgerechnet hier zum Schluss gab es ein paar Übertragungsprobleme mit dem Internet. Und ganz am Anfang, zwischendurch lief es ja ganz gut. Und wir hoffen, ja, dass ihr uns bei der nächsten Meisterschaft wieder zuschaut bei der nächsten Übertragung. Die wäre dann in 2,5 Wochen in Isla Cristina. Da sind wir wieder für euch da bei der Europameisterschaft. Aus Essen-Kettwig, alles Gute für euch. Bis demnächst, euer Rolfi. Ciao.